Länder und Gesellschaften des globalen Südens führen als Argument an, dass von ihnen Verzicht verlangt wird, wenn es darum geht, Wohlstand zu erreichen. Wir sehen allerdings schon, dass es rapide ökonomische Entwicklungen in den Ländern des globalen Südens geht. Und das ist etwas, was wir nicht verlangen können von diesen Gesellschaften und Systemen, da wir selber die letzten Dekaden über gelebt haben, als gäbe es drei unserer Planeten, sodass wir hier auf Lösungen kommen müssen, wo wir beides in Einklang bringen, ökonomischen Wohlstand, gesundheitlichen Wohlstand und gleichzeitig aber eben auch den Schutz unseres Planeten für die nachkommenden Generationen. Eine Möglichkeit wären hier die mediterrane Lebensweise. Es wird gerade diskutiert, ob es nicht vielleicht möglich wäre, in den frühen Morgen- und späten Abendstunden zu arbeiten und zur Schule zu gehen, wenn es kühl ist, und 2 Stunden lang Siesta zu halten. Dazu gehören auch gesunde Ernährungsweisen, die mit Hitze einhergehen können und das besser verträglich machen, wie zum Beispiel weniger Alkoholkonsum, weniger Kaffeekonsum und leichte Lebensmittel. Das würde allerdings bedeuten, dass da große Umbrüche in den Abläufen in unserer Gesellschaft passieren müssten. Deswegen ist das im Moment ein interessanter und wichtiger Diskurs und ich bin gespannt darauf, was dabei herauskommt.